Vielen Dank. Noch mal kurz zum Schluss dessen, was wir am 8. Mai natürlich 2015 aufgeführt haben, St. Cantorei. Und noch mal kurz zum Abschluss aus der berühmten Weltzeitung, der Lüneburger Landeszeitung, zitiert. Als der letzte Ton von Benjamin Brittens Warwick-Film in St. Johannes verklungen war, verließ Joachim Fugelsänger sein Podium und mehrere Minuten lang war nur das Glockenläuten aus dem Kirchturm zu hören. Wie in ein Gebet vertieft, hielten die Konzertbesucher inne. Es gab wohl niemanden, der nicht ergriffen, bewegt, erschüttert war von der bezwingenden Kraft dieses musikalischen, tief empfundenen Mahnrufes gegen den Krieg. Das war also ein Ausschnitt aus dem Warwick-Film, von der letzte Ausschnitt aus dem Warwick-Film von Benjamin Britten. Und ich habe es auch selber noch nie erlebt, ich singe auch seit 10 Jahren mittlerweile im Chor, dass danach wirklich 4 Minuten, wir haben nachher die Zeit gestoppt, Stille war. Hat keiner was gesagt. Gab auch ein paar Schluchzereien, also mir geht das immer noch selber ein bisschen ans Herz. Und diese Art von Reaktion auf die Musik, die hat mich und auch meinen Kollegen Sascha Cargain und andere dazu gebracht, uns einfach der Mächtigkeit, insbesondere der Kirchenmusik, es kann auch andere Musikformen sein, nochmal zuzuwenden. Und ich fühle mich halt deshalb auch diesem Thema sehr verbunden. Vielleicht auch ein bisschen im Sinne von Martin Luther, der ja sagt, wenn man singt im Chor, ist das so gut wie 2-mal gebetet zu haben. Doch zunächst ein paar Sätze jetzt zum Begriff Nachhaltigkeit. Und hier insbesondere zu dem, was wir im Schnittbereich von Nachhaltigkeit und Kulturwissenschaften als Kultur der Nachhaltigkeit bezeichnen. Eine nachhaltige Entwicklung, der große nachhaltige Wandel, kann nie ohne eine kulturelle Dimension bewerkstelligt werden. Von einer kommunitaristischen Perspektive werden hiermit die Unterstützung und Stärkung der Rechte und Werte unterschiedlichster kultureller Gruppen in der Gesellschaft, Gerechtigkeit und Toleranz in der Vielfalt gemeint. Dies entspricht in vielem der Idee einer sozialen Nachhaltigkeit. Von der Perspektive der Umweltaktivisten ist die kulturelle Dimension aber vor allem die Betonung und Wertschätzung der Schnittstelle von menschlicher Zivilisation und nichtmenschlicher, oder um es eigentlich korrekter zu sagen, mehr als menschlicher Natur, die Kultur und Natur nicht als Gegensätze versteht. Hierzu gehört auch der Diskurs um die ökokulturelle Zivilisation, Entschuldigung, der Diskurs um die ökokulturelle Resilienz, wie sie Säune und Birkeland beschreiben, eine enge und existenzielle Beziehung zwischen ökologischen und kulturellen Entwicklungen, die auf eine ökokulturelle Zivilisation hinauslaufen soll. Erfolgreiche Resilienz gegenüber den zukünftigen Klima- und gesellschaftlichen Krisen basiert auf der Unterstützung von Diversität, Selbstorganisation, Adaption und der systemischen Verknüpfung ökonomischer, sozialer und ökologischer Aspekte unserer komplexen Lebenswelten. Mein wichtigster Punkt für diesen Beitrag ist es, diese kulturelle Nachhaltigkeit nun unmittelbar abhängig zu machen von der Möglichkeit, Gedankenräume und aber auch reale Räume zu schaffen,
in denen Imagination, Experiment und ungewohnte Erfahrung ermöglicht werden. Resilienz bedarf menschlicher Gemeinschaften, in denen ihre Kreativität genährt und gepflegt wird. Solche Art von menschlicher Gemeinschaft kann nicht nur die kirchliche Gemeinde per se sein, sondern insbesondere dort die Kirchenmusik, denn sie ermöglicht die Erfahrung der Synästhesie, das heißt dem Überlappen und dem Vermischen von vielen unterschiedlichen Sinneserfahrungen bis hin, sich von hörenden und musizierenden Gemeindemitgliedern im Kirchenraum in seiner Euphorie und in seiner Vertiefung anstecken zu lassen. Csikszentmihalyi hatte ja auch von der Flow Experience gesprochen, die ich in dem Rahmen auch gerne dafür anwenden möchte, diesen Begriff. Der Musikwissenschaftler Thomas Torino versteht dieses gemeinsame Zuhören oder auch Musizieren, beides, als genuin teilhabende oder partizipative Musik, die alle im Kreis, im wörtlichen Sinne, also alle in der Gemeinde zusammengehörig fühlen lässt, in ihrer Musikerfahrung und dann auch in ihrem Glauben, ohne dass ich das jetzt instrumentalisiert sehen möchte, dass das eine zum anderen führen muss. Diese soziale Synchronizität schafft soziale Zusammengehörigkeit selbst unter den ansonsten unterschiedlichsten, auch zweifelnden Menschen. Diese Gemeinde- oder Gemeinschaftserfahrung besteht nun nicht nur im gemeinsamen Hören oder Musizieren, sondern auch Kirchenmusik in der Erfahrung des Kirchenraumes während des Musizierens und des Anhörens. In dem Sinne wird der Kirchenraum ganz im Sinne des französischen Philosophen Lefebvre angeeignet, symbolisch durch die Musik zu einem gemeinschaftlichen und eben nicht privaten Eigentum gemacht. Es wird zu einem Raum, der die Gemeinschaft durch die Musik repräsentiert. Der Wert dieser Kirchenmusik als Ikone, als mächtiger Träger von Bedeutung nicht nur religiösen, sondern inhaltliches, sondern auch gemeinschaftlicher Verbundenheit, ruft intensive Wahrnehmungen, Imagination und Gefühle hervor, die weniger mächtige Zeichenträger, zum Beispiel ein Erläuterungstext im Museum oder auch was ganz Despektierliches, Werbeschilder, nie erzeugen können. Torino betont deshalb die Bedeutung der Musik und ich würde nur noch dazu sagen, der Kirchenmusik als Ermunterer zur und Förderer der Teilhabe an einer Gemeinschaft, in diesem Fall an der Gemeinde. Die Semiotik der Kirchenmusik beeinflusst die emotionalen, kognitiven und physischen Konditionen des Zuhörens und Mitmachens und ist somit in der Lage, diese Aspekte unseres Seins nicht nebeneinander, sondern miteinander zu erfahren. Die Trennung des Denkens vom Körperlichen und der Kognition von der Emotion wird im optimalen Falle also aufgehoben. Das solchermaßen multidimensionale Fühlen der Musik setzt uns nicht nur mit dieser, sondern mit unserer gesamten Umwelt in engere Beziehung. Einer der wichtigsten Anthropologen in diesem Nachhaltigkeitsdiskurs, nämlich Tim Ingold, Ehrendoktor an dieser Universität, versteht diese vielfältig sinnliche Erfahrung unserer nun nicht nur allein auf Einträger hier auf die Kirchenmusik hinbezogen, sondern meint, dass diese umfangreiche und tiefe Erfahrung uns dann befähigt, zumindest langfristig weiter und vielfältiger unsere Umwelt wahrzunehmen, zu rezipieren und zu verstehen. Diese Sensibilisierung, diese zunehmende Ausbildung unserer Sinne und der Erfahrung unserer Umwelt erlaubt uns, diese aufgeklärter und reflektierter zu erkennen. Der Zuhörer oder Musizierende, wieder beide, kann eine musikalische Erfahrung nicht nur nach innen und nach außen kontemplativ beruhigend oder exzessiv aktiv oder harmonisch oder aggressiv machen, sondern es kann alles zusammen passieren. Gleichzeitig in einem komplexen Musikstück sich wiederfinden. Der virtuose Organist produziert nicht nur wechselnde musikalische Tempi und Tonarten, Rhythmen und Harmonien, sondern sorgt dafür, dass dies sich im Zuhörenden und den Reaktionen bei ihnen auf die Musik widerspiegeln kann. Guattari und Deleuze verstehen dies als Stufen der Lebensentwicklung, die den Zuhörenden nach und nach in die nicht reduzierbare Komplexität des Lebens hineinbringt. Eine Interpretation eines Zitats aus ihrem Buch zu den 1000 Stufen: Wenn Glenn Gould in seiner Vorstellung ein Musikstück beschleunigt, dann stellt er damit nicht nur seine Virtuosität vor, sondern er verwandelt Musikpunkte in Musiklinien, Musik in Bewegung, erweckt weitaus mehr als nur Noten zum Leben. Die Komplexität dieser Musik, auch der virtuosen Kirchenmusik eines Bach oder eines Benjamin Britten, ist zudem eine starke Erinnerung an die Komplexität unseres Lebens, nicht nur unserer Gesellschaft. Und die Vermittlung von Nachhaltigkeit, die Bildung für eine nachhaltige Entwicklung, ist ohne die Vermittlung dieser Komplexität ja nicht möglich. Musik, komplexe Musik, kann hier als wunderbares Mittel der Nachhaltigkeitsbildung eingesetzt werden.
Musik und insbesondere Kirchenmusik ist dabei nicht nur ein effizienter Weg, mittels eines kommunikativen Verfahrens soziale Beziehungen zu stärken, seien dies Beziehungen in einer Gemeinde, aber auch in einem Verein oder einer anderen Gemeinschaft. Sie kann durch ihre Komplexität zu einer verstärkten Sensibilisierung gegenüber der Umwelt und der Bewahrung und Stärkung einer nachhaltigen Umwelt beitragen. Diese Komplexität darf dabei nicht oder nicht nur als intellektuelle Komplexität verstanden werden, denn Musik, wiederum insbesondere Kirchenmusik, hören wie musizieren, werden mit allen Sinnen aufgenommen und verstanden. Diese multisensorische und multirezeptive Ebene des Musikhörens und Musikmachens stehen in ihrer Komplexität den Strukturen und Prozessen des Verständnisses nachhaltiger Entwicklung und nachhaltiger Ziele in nichts nach und könnten deshalb auch entsprechend weitaus mehr in diesem besten Sinne genutzt werden. Ja, vielen Dank, dass ich Ihnen einige dieser Gedanken, die ich gemeinsam mit meinem Kollegen Sascha Kagan in einem Artikel im nächsten Jahr in Breite veröffentlichen werde, insofern war das ein kleiner Werbeblock heute, Ihnen nahebringen konnte.